Hallo, ihr Quirlinge. Marco und Leslie sind im Bollwerk und hier auf der Treppe vor dem Wächter, der sie einstweilen nicht durchlassen wollte, weil er sagte, man muss mindestens einen Arena-Kampf bestanden und gewonnen haben, um da durchgelassen zu werden, wohin auch immer. Mittlerweile ist die Arena dicht gemacht, weil keine Gegner mehr übrig sind und deswegen glaube ich, wir dürfen hier rein. Stimmt's? Dürfen wir nicht. Ah ja. Naja. Dann halt nicht. Ihr seht, es geht hier nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gewesen wäre, wo man hingehen hätte können, wenn noch gar nichts. Also wenn die Arena noch offen gewesen wäre, man aber einen Kampf bestritten hätte. Das ist fraglich. Moment, ich kann mal gerade einen Speicherstand laden. Vor dem Kampf gegen Nephrogorses. Dann gucken wir mal, ob wir dann hier hinten reingekommen wären. So. Wir sind jetzt vor dem vorletzten Kampf. Also sogar nicht nur vor Nephrogorses, sondern vor Spinnekopf. Wie ist der vorletzte? Darf man jetzt hier rein? Die Arena ist noch in Betrieb. Ah ja, jetzt darf man hier rein. Was ist das? Kampfgruben. Was ist denn das? Ach, das ist wieder nur irgendwas zu Ehren der Kickstarter-Finanzierer, nehme ich mal an. In den Händen der goldenen Statue brennt eine Flamme. In der Oberfläche sind folgende Worte eingraviert. Maximus Codex, die größten Krieger, die je ihr Blut auf diesem heiligen Boden vergossen haben. Ja, das wird so eine Gedenktafel für die Finanziers sein. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden. Wenn, wäre es komisch, weil ich ja nicht wieder hinkomme. Wir gucken es uns der Vollständigkeit halber aber hier mal an. Gemeinsam, wir laufen mal durch. Und wenn wir hier ein Goldteil finden könnten, theoretisch, naja gut, dann ist es halt so. Ich glaube nicht, dass Gold... Oh, hier tatsächlich. Was ist das? Ein ordinärer Goldclub wäre hier zu finden gewesen. There are even more arenas. Oh, stimmt, hier gibt es noch mehr Arenen. Hier, schaut mal, da rechts, das ist eine Arena. Hier unten ist auch eine. Steinmauern. Überall an den Wänden befinden sich aufwendige Schnitzereien. Die Plattform bietet einen ausgezeichneten Blick auf die Arena für Zuschauer mit einem starken Magen. Ah ja, hinten sind wir. Okay. Einen Goldtupfen haben wir also nicht. That's a hideous statue. Ja, das stimmt, die ist wirklich hässlich. Im Kopf der stumpf angelaufenen Statue leuchten zwei rubinrote Augen. Was steht da? RPG? Dex? Nee. RPG-Kodex. Ja, soweit also die Kampfgruben. Wir laden mal wieder. Und wundern uns, dass wir hier nicht rein dürfen. Na gut, der Arena-Betrieb ist ja auch irgendwie deaktiviert. Ausgesetzt, beendet. Insofern sind die Kampfgruben auch gesperrt. Das Gold werden wir nicht brauchen, da bin ich ganz zuversichtlich. Gut, was machen wir dann? Wir wollen jetzt das Bollwerk verlassen, wir haben ja nichts zu tun. Im Kessel müssen wir diese komische Maske abgeben, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Hier. Die Maske, die Nephrogorses vom Gesicht gerissen wurde. Sie wurde mühsam erkämpft. Ah ja. Das wollte... der eine Agnat haben im Kessel. Und in den Kommentaren hieß es, ich soll mal probieren, ob ich das Blut mit dem Knochen hier kombinieren kann. Halt. Nein, weg. Das muss man so drüber ziehen. Aber das geht nicht. Das Blut ist für irgendwas gut, aber nicht, um hier das mit dem Knochen zu verbinden. Es steht ja auch unten immer da, wenn man damit irgendwas kombinieren kann. Und im Moment habe ich... Was? Im Moment habe ich
keine Sache da, die man noch kombinieren könnte. Das hier unten ist alles in Buffalo installiert. Das ist irgendwie nur Schmuck am Nachthemd. Ja. Dann also Buffalo. Nee, das ist falsch. Ah, Menschentritter. Wo ist denn der Buffalo? Da. Wir wollen doch in den Kessel die Maske abgeben und uns nochmal rotes Quecksilber besorgen. Ich hoffe, das war der Kessel. Ich weiß es gar nicht mehr. Gleich mal in den Hof des Kessels. Und hier im Hof des Kessels in die Spelunke des Selbigens. Und wir dürfen endlich mal wieder reden hier. Ach, geben, richtig. Hallo? Ach so, ich muss das so machen. Ah, the valiant Mark Leslie joins us at my personal Mithraeum. My spies tell me that you have progressed through the games, crushing Nevro horses and returning with the spoils of war. Mein Bruder hat die Spiele gewonnen. I've brought you the mask, but it was my courageous brother who was triumphant in the games. Blood and oil hangs in the air and stains the arena floor. Your brother is a skilled player. I declare Donovan Leslie, champion of the Kettle. Take the Red Mercury and enjoy a victory lap. It's been an honor doing business with you. Rotes Quecksilber, nochmal. Da haben wir's. Ist eine Matrix-Feldkomponente, aber rot. Weil wir's ja schon haben. Das ist komisch, dass man ja eine Sache doppelt kriegen kann. Okay, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Donny, genieß deinen Triumph. Jetzt geht's zurück nach Chiron, denn da ist was aufgefallen. Da ist mir was aufgefallen und in den Kommentaren ist auch was aufgefallen. Also, Wächter. Wir möchten nach Chiron und dort... Ja, da hin. Und dann war's. Ich glaube, es war die Bas-Stadtrampe. War das die Bas-Stadtrampe? Was war das da? Ah, sehen wir nicht. Ich hoffe, das ist richtig. Was war hier? Hey, Civilian! Schnauze. Verwaltung umgeleitet zum Reaktor Workbench Terminal B. Aha, wir können hier also nichts tun. Ich glaube, das war nicht hier, wo ich hin will. Nee? Diese ganzen leckenden Elektrozungen hier, die machen mir Angst. Wir müssen da irgendwo hin wahrscheinlich. Da hinten geht es ja nicht weiter. Oder? Wo war denn dieser abflusslose See? Ich habe eine Weile nicht gespielt und alles vergessen. Der war aber hier irgendwo in der Nähe. Den werden wir finden. Wenn er da nicht war, war er vielleicht hier? Hier war er, glaube ich. Der abflusslose See, da hinten war diese Sache mit dem DNA-Zeug. Genau. Wir haben ja Bas-DNA mittlerweile. Aber die erste Frage wäre, ob man am abflusslosen See... This place is Gift. Ja. Ob man nur hier weggehen kann von Bas gerodeter Wald.
Oder ob man auch einen anderen Weg nehmen kann. Wir hatten doch noch einen zweiten. Something urinated here. Recently. Ja. Dann schnüffel nicht so dran rum, wenn da jemand hingestrüllt hat. Da keine Mauer. Irgendwo gab es noch einen weiteren Ausweg. Hier. Den waren wir gegangen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, ob der andere Weg zum gleichen führt. Also vom Namen her ja, aber es könnte sein, dass man an verschiedenen Ecken der anderen Karte landet. Geh mal dahin. Ich glaube, das ist neu, richtig? Waren wir ja schon mal. Das kommt mir komplett neu vor. Ah. Da ist was. Gold. Ja, ein Goldklumpen. Was ist das hier für ein Apparillo? Der glänzt noch. This thing ain't going anywhere. Das ist richtig. Ist das nur, um Gold zu finden? Keine Ahnung, was das mal gewesen ist. Battery depleting. Ich kann damit aber nichts tun. Okay. Hier wollte ich aber eigentlich sowieso nicht hin, weil ich eine viel bessere Idee habe. Und die führt mich über den abflusslosen See in den anderen Eingang. Denn da glaube ich, dass wir mit dieser blutigen Bars-DNA irgendwas machen können. Donny, geht's dir gut? Hast du schon abgenommen eigentlich? Du rennst hier mit Rucksack durch die Gegend. Seit Tagen. Ohne Nahrung. Ah, hier. Genetischen Basmarker gefunden. So einfach geht das. Neurotoxisches Gas deaktivieren. Energiebarriere deaktivieren. Annäherungsminen deaktivieren. Das sollten wir alles deaktivieren, richtig? Aber erstmal die Barriere, weil die macht ja alles weg. Also die blockiert uns komplett. Dann das Gas blockiert uns auch komplett. Und die Minen auch. Reaktorkernzugriff verfügbar. So. Hier ist nichts mehr. Das ist nur diese Verbindung da, oder diese Beschreibung. Das kennen wir schon. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hinten durch. Das ging bisher nicht. In die Barshöhle. Da geht's bestimmt irgendwie weiter. Ganz sicher. Okay. This could be a problem. Aha. Don? Don, we need Buddy to do something for us. You'll have to ask him yourself. Okay. Bitte geh in die Mine und schalte den Generator aus. Aus? Buddy, can you go into the mine and try to shut down the generator? You gotta ask nicer, Marky. Bitte, Buddy. Buddy, please go and shut down the generator. He says he's afraid of the dark. Just joking. Of course he'll help us. Buddy einschalten. Aha, so, sehen wir auch ein bisschen was. Da kommen wir offenbar zurück bei dem Auge. Wie scheue ich dich denn? Ah ja, klicken. Buddy. Hier in der Dunkelheit geben die Pflanzen ein schwaches Licht ab. Nichts. Obwohl er fliegt, kann er nicht einfach hier über die Kante fliegen, sondern muss sich auch an die Wege halten.
Das ist seltsam. Aber programmtechnisch natürlich einfach umzusetzen. So, Maschine. Es könnte sich um eine Art Luft- oder Schlammpumpe handeln, aus der Zeit, als die Mine noch in Betrieb war. Da ist was zu tun. Rostende Maschine, was macht die? Die rostet. Und außer zu rosten tut sie was? Diese Maschine sieht so fremdartig aus, dass es nur schwer vorstellbar ist, wozu sie einst gedient haben mag. Aha, was ist hier los? Basreaktor. Der Reaktorkern gibt ein tiefes Summen von sich, während er oberirdische Maschinen antreibt. Die Energieabweichung im Inneren versucht, ihrem metallenen Grab zu entfliehen. Das ist das, wo wir oben diese leckenden Elektrozungen gesehen haben. Die werden hiervon irgendwie gespeist, glaube ich. An der Startrampe. Schlammiger Boden. Die alte Mine ist feucht und triefend, ganz anders als die ausgedörrte Welt darüber. Da unten im letzten Winkel ist da was? Nee. Hier kannst du wieder hoch. Achso, ich will aber mal mir das Ding angucken. Was muss man da machen? Datenkopie. Vorschrift zum Kopieren auf Flash-Speicher wählen. Hier geht gar nichts. Verlassen. Aufgrund fehlender Vorschriften an diesem Terminal kann der Reaktor nicht heruntergefahren werden. Aha. Was machen wir hier vorne? Aha. Hier kann ich was kopieren. Ist es egal oder ist es, brauche ich alles? Mit dem Kontrollstäbe. Was war da gerade? Ich hab's. So schnell kann das kein Mensch lesen. Flashspeicher wurde gelöscht. Okay. Kontrollstäbe ging nicht. Es ging nur Kühlmittel. Oder. Warte mal. Kühlmittel habe ich jetzt, ja? Das untere geht auch. Die Kontrollstäbe wollen nicht. Es ist auch kein Reihenfolgeproblem offenbar. So, Backup-Fusionssystem. Was macht das jetzt? Oder kann ich das mehrfach machen? Wenn ich jetzt das mit dem Kühlmittel nehme, das ging ja auch, kann ich das dann auch dahin transferieren? Ja, das geht. Wenn das geht, hat das bestimmt einen Nutzen oder einen Sinn. Plasma-Moderation. Geht auch. Ja. Was? Was war denn das gerade? Da ist jetzt... No. Irgendwie will der nur zwei haben. Nee, das geht nicht. Backup-Fusionssystem funktioniert. Nochmal, für ganz doofe. Die ist jetzt installiert. Ich sollte womöglich ein paar mehr Sicherheitsprotokolle installiert haben, bevor ich da irgendwas tue. Kühlmittelsystem ging dann auch.
Das war kein Problem. Ich probiere es nochmal, das mit dem Kontrollstäben. Jetzt als drittes, wenn das denn geht. Auch installiert. Verlassen. Wenn ich jetzt das nehme, geht das? Aha, jetzt kann ich die Kontrollstäbe. Nimmst du die jetzt an hier als Vorschrift? Er nimmt sie an. Wenn ich jetzt hier weggehe, was passiert dann? Das war ja gerade auch mein Verhängnis. Aha. Ich kann also nur drei installieren. Puh. Ich kann nur drei installieren. Welche nehmen wir dann? Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Also unter Kühlmittelsystem kann ich mir was vorstellen. Kontrollstäbe kenne ich auch aus dem Kernkraftwerk. Das weiß ich auch, was die machen. Backup-Fusionssystem. Man muss das Ding ja eigentlich runterfahren. Plasma-Moderation. Ich würde die ersten drei nehmen. Wenn möglich. Ich versuche die ersten drei zu nehmen. Geht das jetzt? Geht. Lad ab. Jetzt schon nach dem zweiten. Ist vielleicht doch ein Reihenfolgenproblem. Dass ich doch alle vier installieren kann? Boah. Mal gucken. Sehen wir das vierte Mal. Wurde installiert. Kontrollstäbe? Geht nicht. Kühlmittel geht. Ich habe so gar keinen Anhaltspunkt. Wieso ist das andere jetzt wieder weg? Okay, wir haben bisher nur Kühlmittel. Das da jetzt? Geht das? Geht? Also zwei Vier ist bisher richtig. Jetzt nehme ich mal die drei. Zwei, vier, drei. Also weit waren wir ja schon jetzt. Das ist doch scheiße. Okay, ich mache jetzt 2, 4, 1. Wenn das auch so wirkt, dann weiß ich auch nicht. Dann lasse ich es bei 3. Wenn ich ein Reihenfolgenproblem habe, 4, 3, 2, 1, habe ich ja 24 Möglichkeiten. Das ist jetzt zu doof, die alle durchzuprobieren. Also das geht.
2, 4. Und als nächstes die 1. Das ist hier kein Problem. Wo 4, 1 und? Nein. Dann. Ich verzichte auf das vierte System, wenn ich das kann. Das Backup-System verstehe ich nicht. Ein Backup-System macht ja was. Die anderen Sachen sind ja eher dazu da, irgendwie was einzudämmen. Glaube ich. Genau das, was wir wollen. Also nicht 2, 4, sondern 2, 3. Ja. 2, 3 ist falsch. Also 2, 4 geht nicht weiter. 2, 3 geht auch nicht weiter. Machen wir mal 2, 1. Das. So eins geht auch nicht. Also man darf nicht mit der 2 anfangen. Kann ich mit was anderem anfangen? Mit 3 geht auch nicht. Mit 4 geht's aber. Vier, zwei geht. Jetzt würde ich die 3 nehmen. Vier, zwei, drei. Und jetzt? Wäre das. Okay, letzter Versuch. 4, 2, 1, 3 ist jetzt die Reihenfolge, die ich jetzt probiere. Komm, schwer hier hin. 2. 1. Vier, zwei, eins. Ich weiß, dass ich das nicht tun soll, ich tue es trotzdem. Ja. 4, 2, 1, 3 geht auch nicht. Mit der 1 anfangen kann ich nicht.
Okay, ich fange an mit. Oder, warte mal, kann ich vielleicht. Nee, ich mache das anders. Ich will das vierte nicht dabei haben. Ich fange wieder zwei an. Jetzt die 1, wenn möglich. Und am Schluss die 3, wenn das geht. Nee. Scheiße, das hat man schon mal, oder? Ah, ich muss mir das aufschreiben. Ich versuche 2, 3, 1. Geht auch nicht bestimmt. Das ist echt langwierig hier. Zwei. Ich habe gesagt drei, richtig? Ach, was weiß ich. Das ist zu doof. Ich nehme jetzt nur eins. Dann mache ich das. Dieses Rätsel ist mir zu kompliziert. Wir nehmen jetzt das Kühlmittelsystem. So. Was? Aufgrund. Ach, ich muss alle drauf. Och nee, oder? Scheiße, ich muss alle drauf machen. Ich muss alle installieren. Das ging doch nicht. Da gibt es noch irgendeine blöde Variante, die nicht funktioniert. Oder die doch funktioniert. Dann muss ich es mir wohl doch aufschreiben. Das ist echt doof. Also. Ich habe jetzt was zu schreiben hier. Ich werde das jetzt durchprobieren. Und dann werden wir schauen, wie es geht. Ich mache das jetzt nämlich mit ein bisschen Tempo. Und irgendwann werde ich die Kombination rauskriegen, die man haben muss, um alle vier hier zu installieren. Weil dann kann ich wohl erst den Reaktor abschalten. Also, Tempo. Ah, ich hab's raus. Man kann immer wieder eins mitnehmen. Also ich habe jetzt ja gerade mal die 2 wieder mitgenommen und dann ging's. Das scheint so zu sein wie dieses Rätsel mit. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Es geht. Ja. Wie das Rätsel mit ein Mann will mit einem Wolf, einer Ziege und einem Kohlkopf einen Fluss überqueren und es passen immer nur er und eines von den drei anderen Sachen auf das Boot. So. Jetzt kann ich runterfahren. Boah.
Die leckenden Zungen hören auf. Das hätte jetzt echte Errungenschaft geben dürfen, weißt du, Spiel? Buddy, gut gemacht. Eine KI hat doch was geleistet. Das ist ja alles finster. Wir müssen jetzt an der Bar-Startrampe weitermachen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Hier kann eh nur Buddy hier was tun. Reaktor ist heruntergefahren. Hier ist jetzt alles aus. Bis auf die lumineszierenden Pflanzen und Pilze. Ja. Na dann. Bergbaugerüst haben wir noch nicht angeschaut. Ein altes Gerüst stützt einen instabilen Gehweg durch die Mine. Sehr schön. Das war anstrengend. Auf zur Bar-Startrampe. Haben wir eigentlich noch die... Das Blut haben wir noch, ja. Das müssen wir noch kombinieren. Das haben wir zwar für die DNA-Marker jetzt gebraucht, aber das hat wohl noch einen weiteren Zweck. So, was ist denn hier? Codex aktualisiert. Wo war denn der Codex? Hier. Was ist da neu? Friedhof ist nur so eine Impression. Das ist vielleicht, keine Ahnung. Oh, der Phallus! Was ist das? Ach so, Moment mal, das scheint wichtig zu sein. Was ist das? Was ist das? Ah, das ist die Gesamtkarte, Slack. Das ist Penrose, ja. Ach, warum ist das so von Bedeutung? Und warum muss es ausgerechnet da einem Phallus eingraviert sein? Rissschleudergerät, ja, genau. Naja. Zerbrochene Knochen, ein Wirrwarr aus vergilbenden Knochen. Das ist wohl das fliegende Skelett gewesen, was runtergekracht ist. Rote Erde. Leuchtend roter Lehm hinterlässt Spuren auf dem rauen Blattwerk, die wie Blut aussehen. Und auf dem Boden sind überall geschmitterte Knochen aufgehäuft. Sie sehen menschlich aus. Und Metallwände. Die geometrischen Muster an den Wänden erinnern an den Stil des Art Deco und zerquetschtes Auto. Das Auto wurde bei dem Aufprall zusammengestaucht. Bas-Ionensteuerung. Klingt gefährlich, ist es bestimmt auch. Hallo, ist anyone here? Nein! Wir sollten hier sein. Wie wackelt das hier? Sand. In das verlassene Gebäude ist haufenweise Sand eingedrungen. Roter Vorhang. Der verblasste Vorhang hängt hinunter wie ein Leichentuch. Ih, was bist du? What are these statues of? Das frage ich mich auch gerade. Es hat... Die Statue stellt eine Gestalt mit übergroßen Augen und verlängerten Armen dar. Das sind Arme, ja, nur vier Finger. Füße? Wo sind da die Augen? Die Augen sehe ich nicht. Ich sehe nur Brüste. Auf die Ionensteuerung zugreifen. Ja, you can access this. Aber bevor ich das accesse, möchte ich gerne wissen, womit ich es hier wohl zu tun bekomme. This place is gigantic. Was hier? Energy shield up ahead. Die hohen Metallmauern verschwinden weiter oben im Schatten. Brücke. Sand weht über die Oberfläche der Brücke und knirscht unter deinen Füßen.
Konsole. Hier kommen wir nicht durch. Aha. Also müssen wir versuchen, diesen Schild abzuschalten oder einen anderen Weg zu finden. Die Treppe ist schick irgendwie. Achso, hier ist auch irgendwas. Gardine. Rote Samtvorhänge setzen in der Dunkelheit Staub an und Kraftfeld. Ein elektrisches Feld versperrt den Eingang. Was davon kriege ich deaktiviert? Erwartung überfällig seit... Das sind ja nur ungefähr 10 Jahre. Das ist nicht so viel, wie ich dachte. Ioneneinheiten bereit. Zielinformation herunterladen. Oh, neuer Ort, Tempel von Babel. Mhm. Hologramm einschalten. Wo ist ein Hologramm jetzt? Hier drin? Also wir haben einen neuen Ort. Hier ist es hell. Ah. Hi. This is an automated security inquiry. In order to access the Iron Cannon Control Sub-Network, please solve the Agnate Challenge Response Test. An incorrect grade will result in the immediate termination of the user. Who found it, boss? Moment. Shut him down. Moment. Hier. Amazon. Also, die Reihenfolge der Namen, die hier auftreten, ist Emerson, Bakir. Mein Stift schreibt nicht mehr. Super, bin ich gut vorbereitet. Mist, Moment. So. Also. Emerson, dann jemand namens Bakir. Dann kommt Doomsage. Mendelbaum. Und dann wieder Bakir und Doomsage, falls das irgendwie nochmal interessant ist. Ihr lässt die Brüder, wir versuchen es mal. Trotz der Minierungsgefahr. Hologramm einschalten. Was brabbelt der im Hintergrund? Ich verstehe das nicht. Lach nicht, Donny. This is an automated security inquiry. Ja. Also. Wer hat Bars gegründet? Amazon? You have selected Amazon. Who is the Bars God in war? Wer ist der Gott des Krieges von Bars? Das sind dann Bakir und Doomsage. You have selected Bakir and Doomsage. What is the greatest achievement of the Bars Empire? Scheiße. Landwirtschaft, Militär, Technologie? You have selected Technology. Which answer is correct regarding historians? James Favreau and Hordeimer Mendelbaum. Was?
Welche Aussage bezüglich der Historiker James Favaloro und Hordemer Mendelbaum ist korrekt? Mendelbaum war ein Spion der Agnaten. Beide waren keine Historiker. Favaloro war hagiografisch. Also in diesem Phallus-Gedicht ist irgendwas davon geschrieben worden, dass Mendelbaum skalpiert wurde, woraus sich ableitet, dass er vielleicht ein Spion der Agnaten gewesen sein könnte. You have selected. Mendelbaum was an Agnet spy. You are not a robot. I can control subsystem under. System is now engaged. Bin ich gut oder bin ich gut? Was man von einem Phallus so alles lernen kann. Was haben wir denn hier? We're going to be handing over a weapon of war, Mark. Are you sure that this is the right thing to do? Ja klar, gegen diese komischen Würmer ist das immer richtig. Aber ich weiß es nicht. I don't know, Don. But I know we need to get home. I know, Mark. But we need to do this right. If we do this, it should be the Flay. Those mongrels, they will abuse this power. I know it's not an easy choice you have to make. But the Flay know technology. They understand its limits. Now, let's get out of here. This place gives me the creeps. Mir auch. Oh. Okay. Wie praktisch. Was ist das? Wir haben irgendwas getan. Das ist wohl die Waffe. Das ist nicht die einzige, verstehe. Ionenkanonennetzwerk eingesetzt. Ich habe noch gar nichts eingesetzt. Wir haben irgendwas aufgesammelt, das da. Der modulare Rahmen hat einen eingebauten Kommunikationsbildschirm und verschiedene Knöpfe für die Eingabe von Koordinaten. Oh, er hat für eine Ionenkanone. Halt! Ja, ist ja gut. Wir wollen schon noch ganz gern irgendwie hier wieder rauskommen. Das ist ein Abgrund. Ein unauslotbarer. Die Bars waren aber ganz komische Kreaturen. Ich dachte, das waren Menschen. Und was ist das hier eigentlich? Da kommt man gar nicht durch. Aber es kann sein, dass es nur so Kulisse ist. Bahnstartrampe. Raus. Okay. Und dann müssen wir mit dem Buffalo Richtung Mongrel oder Richtung Fly. Um dafür entsprechend Stunk zu sorgen und da diese Waffeneinheit auszugeben. Und dann gucken, was da passiert. Und das machen wir im nächsten Teil. Bis dahin.